Simons Welt leben die Menschen im friedlichen Einklang mit der Natur. Das große Proton sorgt für Harmonie und Ausgewogenheit. Und es wäre ja langweilig, wenn das so bleibt. Also stiehlt eine dunkle Gestalt mit passendem Namen Mr. Dark das Proton, besiegt ganz nebenbei die Fee Mithilla und stürzt so die Welt ins Verderben. Es wird also Zeit für einen Helden, der die Welt vor ihrem Schicksal retten kann. Es wird Zeit für Rayman. Damit herzlich willkommen zu meinem Nostalgiker zu Rayman aus dem Jahr 1995. Wir starten unsere Reise im Wald der Träume, eine Dschungelgegend, in der Piranhas und Jäger auf uns lauern. Und auch wenn das erst die ersten Level sind, birgen sie bereits eine Schwierigkeit, denn Rayman kann nichts. Wir können noch nicht rennen, wir können uns nirgendwo festhalten und auch die für Rayman typische Fähigkeit, seine Haare als Helikopter zu verwenden, haben wir noch nicht gelernt. Was können wir also? Springen, gehen und zuschlagen. Mit diesen Fähigkeiten gehen wir nicht nur durch die ersten Level, in denen man die gefangen genommenen Elektrons aus ihren Käfigen befreien muss, sondern auch gleich zu unserem ersten Bosskampf gegen den Moskito. Dass uns dieser nicht gänzlich feindlich eingestellt ist, stellt sich kurz nach dem Kampf heraus und wir dürfen den nächsten Level auf dem Moskito durchfliegen. Manchmal helfen ihm doch ein paar gezielte Schläge auf den Hinterkopf. Damit ist aber auch schon das ganze Spielprinzip verraten. Wir springen und hangeln uns durch eine knallbunte Welt, befreien Elektrons, besiegen Bosse, holen uns beim Zauberer Extra-Leben und erlernen neue Fähigkeiten. Wobei wir auch schon bei dem wären, was mir damals so gut an dem Titel gefallen hat. Die Welten, die jenseits jeglichen Realismus- und Logikanforderungen angesiedelt sind. Nach dem Wald der Träume landen wir nämlich in der Musikwelt, einer hellen Landschaft mit rutschigen Notenlinien, Bongo-Plattformen und meditierenden Wesen. Bewacht wird diese Welt von einem riesigen Saxophon namens Mr. Sax. Ja, die Charakterdesigner waren bei der Namenswahl wirklich kreativ. Danach geht es in die Bergwelt, in der Steinwiesen auf uns lauern. In der Stadt der Bilder wandern wir auf Radiergummiplattformen, laufen auf Bleistiften und flüchten vor Katzenastronauten, die uns auf Bratpfannen verfolgen. Um das Ganze noch zu toppen, müssen wir in dieser Welt eine adipöse Weltraumpiraten-Lady mit Waschmaschinengefährt besiegen. Ihr Name? Space Mama. Nach der danach folgenden Höhlenwelt kommen wir zum Highlight des Spiels. Nicht etwa den lang ersehnten Bosskampf gegen Mr. Dark, sondern die vorgeschalteten Level in der Kuchenwelt. Die Welt ist einfach eine würdige Einleitung für den danach folgenden Endkampf. Man schlittert auf einer Pfanne das glitschige Teigwarensortiment herab, wird von Mr. Dark verflucht, sodass man von einem Negativ-Rayman verfolgt wird oder die Steuerung mal spiegelverkehrt ist oder man einfach nur noch rennen kann. Um in fast jedem Spiel, das bei mir nostalgische Erinnerungen weckt, darf natürlich nicht die Nennung des Soundtracks fehlen. Während es bei anderen Titeln zu jener Zeit noch MIDI-Gedudel zu hören gab, brachte Rayman Titel in Audio-CD-Qualität mit sich. Und das hört man auch. Kommen wir nun zu dem, was mir weniger gefallen hat. Den Schwierigkeitsgrad zum Beispiel. Wenn man die Kuchenwelt betreten, müssen zunächst alle Käfige geöffnet werden. Die zu finden ist aber gar nicht so einfach und das liegt vor allem daran. Innerhalb der Welten gibt es versteckte, unsichtbare, aber lautstarke Orte, die man berühren muss, damit diverse geskriptete Events ablaufen. So kann es sein, dass wichtige Plattformen oder Käfige erst dann erscheinen, wenn man einen bestimmten Punkt berührt hat. Die allerdings zu finden, ist meistens mehr oder weniger Glück und da es 1995 noch keine 100% Walkthroughs auf YouTube gab, blieb mir zumindest damals nichts anderes übrig, als das Spiel unvollendet liegen zu lassen. Außerdem erfordert das Spiel ein hohes Maß an Präzision. Ein Bruchteil einer Sekunde zu spät gesprungen und ein weiteres Leben ist mal wieder verloren. Aber auch die Bosskämpfe waren eine Schwierigkeit an sich. Hatte man als Rayman im Optimalfall 5 Lebenspunkte, die sobald man stirbt wieder auf 3 zurückgesetzt werden, waren die Gegner wesentlich stärker. Es ist absolut frustig, wenn man bei einem Gegner gefühlt 20 Mal stirbt, dafür ist natürlich umso belohnender, wenn man einmal einen Boss besiegt hat. Ganz fies ist da natürlich der Endkampf, denn kaum hat man Mr. Dark besiegt, beginnen 3 weitere Kampfphasen, in denen jeweils Mutationen aus den bisherigen Gegnern gegen einen antreten. Und Mr. Dark selbst, der ist in der Zwischenzeit abgehauen und hat sich nie mehr wieder blicken lassen. Kurzum, ein antiklimaktischeres Ende hätte man sich kaum einfallen lassen können. Die Welt ist gerettet! Was ist also das Erbe des Spiels?
Nach Rayman 1 kam, oh Wunder, Rayman 2 und bereits hier wagte sich Ubisoft in die dritte Dimension vor. Einige Jahre und viele Teile später kamen die Rabbids in das Rayman-Universum. Wie auch immer das nun zusammenpassen soll, habe ich bis heute nicht verstanden. Umso erstaunlicher war dann der Titel, den wir 2011 präsentiert bekamen. Mit Rayman Origins gab es wieder einen Titel der Rayman-Reihe, der sich an den Tugenden des ersten Teils orientiert. Wir treffen auf sowohl vertraute als auch neue Welten und begegnen sogar Charakteren aus dem ersten Teil wieder, dem Mosquito und Bettilla der Fee. Was da noch kommt? Für 2013 hat Ubisoft einen weiteren Teil der Reihe angekündigt. Rayman Legends wird er heißen und er wird, was die meisten verschreckt, Wii U exklusiv sein. Außerdem landet der Titel leider wieder zu einem ungünstigen Zeitpunkt in den Läden. Rayman Legends wird voraussichtlich im Frühjahr kommen und da dürften viele Gamer-Wunschzettel bereits mit anderen Titeln wie GTA 5 gefüllt sein. Ob Ubisoft sich danach wieder an einen Titel für alle Plattformen setzt, werden wohl die Verkaufszahlen entscheiden. Und wenn es nicht dazu kommen sollte, den Klassiker kann man immer wieder rauskramen.